Guten Tag, gnädige Frau. Erbgesundheitsamt. Können wir Sie kurz sprechen? Laut unseren Akten haben Sie ein Dienstmädchen, eine Anna Bamberg. Dürfen wir reinkommen? Was ist mit Anna Bamberg? Wie Sie wissen, ist diese Anna Bamberg schwachsinnig. Sie sieht ganz normal aus, dachte ich. Ja? Naja, das sieht man öfter. Aber die Papiere lassen keinen Zweifel zu. Und was wollen Sie von ihr? Sie wissen doch, dass die Regierung das Problem mit den Schwachsinnigen lösen will. Verstehe nicht. Es ist vorgesehen, dass diese Anna Bamberg sterilisiert werden soll. Sterilisiert? Schwachsinn ist erblich, Frau Stolz. Das wussten Sie doch. Anna Bamberg schwachsinnig? Es steht hier schwarz auf weiß in der Vormundschaftsakte. Anna Bamberg, Pflegetochter von Heinrich und Martha Bamberg, ist schwachsinnig und von schwacher Gesundheit, sodass sie an einer schulischen Ausbildung nicht teilnehmen kann. Leider ist sie so schwach, dass sie sie zu Hause behalten musste und so weiter. Bitte, lesen Sie sich auch selbst. Sie sitzt vor Ihnen, Anna Bamberg. Ich bin das zerbrechliche, schwachsinnige Mädchen, das Sie suchen. Ich konnte seit meinem 6. Lebensjahr lesen und schreiben. Mein Onkel hat mich zu Hause behalten, dass ich für ihn arbeite, bei den Schweinen, für nichts. Er hat jahrelang zugesehen, wie mich seine Frau terrorisiert hat. Er hat mich verprügelt und niemand. Ja, niemand ist gekommen und hat gefragt, was er jahrelang in die Formulare geschrieben hat. Und jetzt wollen Sie mich sterilisieren lassen? Ich hab die Nase gestrichen voll. Raus! Entschuldigung. Raus!